Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer. Spirit Leben mit Stil heißt unsere Sendung und nie war dieser Titel so angebracht wie heute. Denn Spirit, das heißt ja zu Deutsch Geist und einem ganz besonderen Geist wollen wir uns heute nähern, dem Heiligen Geist und den sieben Gaben, die er für die Menschen bereithält. Und eben diese sieben Gaben sind die Wurzelkraft für einen neuen Lebensstil. Das sagt jedenfalls unser heutiger Gesprächspartner. Es ist der Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner. Vielen Dank, Herr Kardinal, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Herr Kardinal, unter Gott Vater oder Jesus Christus kann sich ja jeder irgendetwas vorstellen, sei es mehr oder weniger richtig. Aber der Heilige Geist ist doch so etwas wie ein unbekannter Gott, so sagt man oft, geblieben. Wer oder was ist denn der Heilige Geist? Er ist ganz sicher kein Was, sondern ein Wer. Aber Sie haben sehr recht, es ist schwierig, den Heiligen Geist den Menschen nahezubringen. Ich erlebe das bei jeder Firmung, dass mir manchmal die Firmlinge sagen, Herr Kardinal, Sie sagen von der hohen Wichtigkeit des Geistes Gottes, nun legen Sie ihn mal auf den Tisch, damit wir wissen, mit wem wir es ab heute zu tun bekommen. Da bringen die mich in große Verlegenheit. Ich kann den Geist Gottes nicht auf den Tisch legen. Nicht im Johannesevangelium heißt es, der Gott ist größer als unser Herz. Aber schon die Bibel versucht in Bildern die Realität des Geistes Gottes nahezubringen. Der heilige Paulus verwendet drei Begriffe, nämlich der Geist Gottes, die Energeia Gottes, die Energie Gottes. Er ist die Dynamik Gottes, Dynamis und das Pneuma Gottes. Und wenn man diese Bilder, diese Metaphern ausschöpft, dann spürt man, dass der Geist Gottes das Kostbarste ist, nämlich ein Stück von Gott selbst, ja Gott selbst. Und denken Sie daran, im Johannesevangelium fällt ja Ostern und Pfingsten zusammen. Der auferstandene Herr kommt bei verschlossenen Türen zu den Jüngern und jetzt geschieht Pfingsten. Er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Man kann ja so etwas, was man nicht sehen und greifen kann, auch an seinen Wirkungen erkennen. Und da wollen wir uns mal anschauen, wie das denn damals war an Pfingsten. Jesus ist ja am Karfreitag gekreuzigt worden, an Ostern dann wieder auferstanden nach dem Glauben der Christen. Und er war dann ja noch eine ganze Zeit auf der Erde, bis er dann ins Jenseits gegangen ist, was in Christi Himmelfahrt ja gefeiert wird. Und kurz bevor er ging, das Letzte, was er dann zu seinen Freunden gesagt hat, war ja, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, die Kraft des Heiligen Geistes wird über euch kommen. Und was ist denn dann an Pfingsten passiert? Pfingsten ist, ich versuche das immer so zu sagen, das ist das Anti-Babylon. Sie erkennen Pfingsten erst richtig, wenn Sie es in Beziehung setzen zu Babylon. Als die Menschen einen Turm bis zum Himmel bauten wollten, da verwirrte sich ihre Sprache. Ich verstehe dich nicht mehr. Es ist immer ein Zeichen für die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Pfingsten kommt der Geist Gottes auf die Apostel herab. In Jerusalem ist die ganze Welt versammelt. Und die Apostel sprechen in ihrer Muttersprache. Und jeder versteht sie, aus welchen Sprachen, Stämmen und Völkern er auch kommt. Das heißt, Pfingsten ist das Kennwort, ich verstehe dich. Und ich bin dabei, die pfingstliche Grammatik zu lernen. Wenn man die kann, braucht man keine Fremdsprache mehr sprechen. Dann wird man in allen Sprachen verstanden. Und ihr habt die Konjugation, habe ich schon draus. Die babylonische Konjugation liegt all unseren europäischen Konjugationen zugrunde. Heißt es ich, du, er. Zuerst immer das liebe eigene Ich. Dann erst an zweiter Stelle das Du des Menschen. Und schließlich, wenn es noch Zeit ist, das dritte, dass du Gottes. Ich, du, er. Und die pfingstliche Grammatik ist genau umgekehrt. Die heißt er, du, ich. Da hat die absolute Priorität er, der lebendige Gott. Und dann die zweite Stelle nimmt du, die Schwester und der Bruder neben mir ein. Und die dritte erst das liebe eigene Ich. Wenn Sie so sprechen, denken und handeln, werden Sie von allen verstanden. Und ich kenne gleichsam einen Großmeister, der diese pfingstliche Sprache sprechen konnte, das ist der Pater Werenfried. Der hat
das gekonnt. Und darum hat er ein pfingstliches Werk ins Leben gerufen, das Verstehen geschaffen hat unter den Menschen, unter den Völkern. Pater Bernfried van Straten, der Gründer des Internationalen Hilfswerks Kirche in Not. Und Herr Kardinal, nun konnte jeder die Apostel in ihrer Sprache reden hören. Aber was ist denn in diesen Leuten überhaupt vorgegangen? Jeder, der den Film von Mel Gibson gesehen hat, hat ja so ungefähr ein Gespür dafür, wie die Christen unter Druck waren, wie stark die öffentliche Meinung gegen sie eingenommen war nach der Kreuzigung Christi. Und in der Bibel steht ja auch, dass sie sich dann ziemlich ängstlich da zurückgezogen haben, die Türen verschlossen. Und jetzt an Pfingsten sind die auf einmal da, gehen raus, offenbar furchtlos auf die großen Plätze und fangen da an zu verkündigen. Das sind ja wie neue Menschen, kommt es einem ja vor. Also ich will mal noch eine Vorbemerkung machen. Die Apostel hatten sich nach dem Heimgang des Herrn wirklich in ihre Mauselöcher zurückgezogen. Und dann war zum Glück Maria da. Der Teufel ist der Diabolos, der Zerstreuer. Und Maria ist die Symbola, der Symbolos, also die das Zerstreute sammelt. Maria holt die aus ihren Mauselöchern heraus, versammelt sie unter dem gleichen Dach des Abendmahlsaales von Jerusalem an den gleichen Tisch und leitet dort die erste Pfingstnovene ein. Man war ein Herz und eine Seele und öffnete sich dem Geiste Gottes. Und da kam das Pfingstwunder. Der Geist Gottes kam ja nicht auf Filzpantoffeln, sondern in brennenden Feuerzungen. Und Feuer hat immer die Eigenschaft, dass es überspringt. Vom Hölzchen auf Stöckchen, und das Feuer ruht erst, wenn der ganze Holzstoß in Flammen steht. Und darum hat Gott im Heiligen Geist sein Licht entzündet in diesen 12 Männern und in den Frauen und Männern, die dabei waren. Und der heilige Ignatius von Loyola, der Gründung des Jesuitenordens, der schickt seinen ersten Missionar, den heiligen Franz Xaver, in die Welt mit den Worten: Geh und zünde die Welt an. Und das heißt, Christen müssen zündende Leute sein, von denen etwas ausgeht, wo etwas überspringt, und die nicht dauernd den Kopf einziehen und nach dem Motto leben: duck dich und muck nicht. Denken Sie mal bei der Firmung, bei dem Geistsakrament, werden Sie nicht am Rücken gesalbt, sondern um die Stirn, damit Sie den anderen die Stirn zeigen. Das ist unser Schaufenster. Wir haben etwas zu bieten. Und deswegen geht man als Christ energiegeladen, dynamisch, mit geradem Rücken und erhobenen Hauptes durch die Welt. Ja, und das würde ja jeder gerne so tun. Und da stellt sich doch die Frage, diese gewaltige Kraft des Heiligen Geistes, von dem es ja auch heißt, er macht alles neu. Ist es nur etwas, das damals für die Apostel war? Oder ist es etwas, eine Kraft, die auch jeder Einzelne heute in seinem Leben erfahren kann? Natürlich, das ist eine Realität. Sie brauchen ja nur die Geschichte der Heiligen oder der großen Frauen und Männer der Kirche anschauen. Und ich verweise Sie wieder auf den Pater Bernfried. Das war ein ausgesprochener Pneumatiker, der Geist Gottes, der dieses gewaltige Leben inszeniert hat und dass dieser Mitspieler Bernfried durchgehalten hat, buchstäblich bis zum letzten Atemzug. Man muss was mittun mit dem Geiste Gottes. Und man muss daran glauben, dass wir ihm auch eine Chance geben können, dass er bei uns landen kann, und um aus unserem Leben etwas Großes zu machen. Ja, wie kommt man denn zu diesem Heiligen Geist? An Pfingsten hört man ja in den Kirchen den großen alten christlichen Hymnus: Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist. Ist das so einfach? Muss man nur sagen, komm Heiliger Geist, und dann kommt er? Also wie mit dem Gebet immer. Das Gebet braucht den Raum in uns, in dem er wirken kann. Ich will Ihnen mal einen Tipp geben. Die Jahre 97, 98, 99 waren ja die drei Vorbereitungsjahre auf die Jahrtausendwende. Und da war das erste Jahr Gott Vater gewidmet, das zweite Jahr, soweit ich mich erinnern kann, dem Heiligen Geist. Da habe ich in einer kleinen Zeitung gelesen: Rot ist ja die Farbe des Heiligen Geistes. Und wenn man im Auto vor einer Kreuzung steht und es ist rot,
Da soll man nicht dauernd schimpfen und auf die Uhr gucken, wie lange das dauert, sondern man soll immer zu beten, komm, Heiliger Geist, bis es gelb und dann schließlich grün wird. Und das sind drei Wunderworte, die die Welt verändern, auch heute noch. Komm, Heiliger Geist. Sie müssen sich mal dann selber fragen, frühmorgens oder abends, von welchem Geist Sie sich leiten lassen. Ja, das ist ja eine interessante Frage. Wie weiß man denn das, ob, wenn ich vor einer Entscheidung zum Beispiel stehe, ob die Einflüsterung, die ich dann habe, was ich machen soll, ob das der Heilige Geist ist oder vielleicht der Zeitgeist oder irgendein anderer Ungeist? Kann auch sein, der eigene Vogel. Das ist nämlich besonders schwierig. Wer mehr redet als hört, kommt in die große Gefahr, den eigenen Vogel für den Heiligen Geist zu halten. Und das ist auch in der Kirche eine reale Gefahr. Nur, sehen Sie mal, Jesus ist gleichsam der Dolmetscher des Heiligen Geistes. Bei einer Entscheidung, da muss man sich immer fragen, was würde der Herr jetzt machen? Und das gibt Ihnen einen guten Hinweis. Oder ich habe sehr gut gekannt, neben dem Pater Wernfried, die Mutter Teresa von Kalkutta. Die waren ja so etwas auf der gleichen Schiene, die eine als Frau, der andere als Mann. Und die Mutter Teresa von Kalkutta hat immer gesagt, ihr Weltleute und ein Bischof, und wir sind ja Weltpriester, bei euch fällt immer auseinander profan und sakral, also weltlich und geistlich. Das muss eine Einheit sein. Und da sagt sie mir, frage ich sie so ähnlich, wie sie mich fragt. Ja, Mutter Teresa, wie macht man denn das? Wie geht denn das? Du sagst, ganz einfach. Und das praktiziere ich jetzt schon seit 10 Jahren. Ich habe früh auf meinem Betschemel in der Kapelle das Brevier und den Terminkalender. Das heißt, ich bete früh meine Arbeit und jetzt arbeite ich nur mein Gebet. Ich bin Ihnen hier allen schon begegnet heute Morgen im Gebet. Und jetzt arbeite ich mein Gebet. Und dann kommt man so, ohne große, dass man vom Erdboden abhebt, aber man kommt in die Sphäre des Heiligen Geistes. Und man kriegt dann schon mit, was vom Heiligen Geist und vom Unheiligen Geist ist. Und Sie müssen sich dann immer, am Abend ist es sehr wichtig, dass ein Christ eine ehrliche Gewissenserforschung hält, und zwar auf den Punkt hin, ob heute in meinem Tagewerk Christus die Priorität behalten hat oder ob ich primär geworden bin. Und dann ist Christus nur noch sekundär, und das ist ein Skandal. Entweder ist Christus primär oder gar nicht. Und das ist eine Gefahr, dass auch ein Christ sich selbst den Primat die Priorität zuerlegt, und dann kann Christus nur noch sekundär sein, und dann kommt er nicht zum Zug mit seinem Geist. Nicht? Der heilige Philipp Neri spricht in seinem Gebet, Herr, misstraue dem Philipp. Wir müssen uns auch ein bisschen misstrauen und bei unserer Selbsteinschätzung. Also jeder kann den Heiligen Geist bekommen, diese gewaltige Kraft, und die katholische Kirche sagt ja, den bekommt man schon in der Taufe und dann noch einmal in der Firmung. Aber es ist eben keine Zauberkraft, entnehme ich Ihren Worten, die von selber wirkt sozusagen wie irgendeine Zauberei, sondern man muss mittun und den entsprechenden Raum einräumen, damit einem diese Kraft dann zugutekommt. Und jetzt wollen wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, was das denn für Kräfte sind, die man da zu erwarten hat. Und jeder unserer Zuhörer, der in der Osternacht zum Beispiel war, und da diese Erwachsenentaufen, die es ja immer mehr gibt, miterlebt hat, und die werden ja dann auch gleich gefirmt, der hat ja gehört, wie der Bischof dann bittet darum, dass diese Firmlinge die 7 Gaben des Heiligen Geistes bekommen. Und was ist denn das eigentlich? Wir werden es gleich noch im Einzelnen uns anschauen, aber im Ganzen einmal diese Gaben des Heiligen Geistes, worin unterscheiden die sich von den Begabungen, die ja jeder Mensch natürlicherweise schon mitbekommt? Nochmal eine kleine Vorbemerkung. Die Geistsakramente, Taufe und Firmung, werden nur ein einziges Mal gespendet. Die Eucharistie wird immer wieder beichten, hoffentlich auch häufig. Das ist immer wieder möglich. Aber das heißt,
die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, der reicht fürs ganze Leben. Da brauche ich gar keinen Nachschub. Sehen Sie mal, wenn Sie eine Begabung als, meinetwegen als Zeichen oder Maler mitbringen, wenn Sie die nicht ausüben, trocknet die ein und schläft die ein. Und wenn Sie das Geschenk des Heiligen Geistes nicht benutzen, da trocknet er ein, das schläft ein. Und darum liegt das Geheimnis daran, Sie müssen mit dem Heiligen Geist arbeiten. Und sehen Sie mal, der Geist Gottes wird uns gegeben, damit wir den Herausforderungen der Welt als Christen entsprechen können. Und zwar nicht nur gequält mit Ach und Krach, sondern ein wenig mit Glanz und Gloria. Oder merken Sie schon, wie der Heilige Geist dann auch durch Sie spricht, dass man dann hinterher sagt, mein Gott, wie ist denn das heute möglich gewesen? Oder Sie gucken in Ihre leeren Hände und müssen feststellen, dass andere Leute sich bedankt haben, dass sie Ihnen was vermitteln haben, nicht? Und die Gaben des Heiligen Geistes sind gleichsam typische Auswirkungen dieser übernatürlich geschenkten Gabe Gottes. Wie der Bischof bei der Firmspendung sagt, empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Ja, es gibt, das sind nicht alle Gaben, die damit, aber das sind die hauptsächlichen, die auch in der Kirche immer wieder und in der Bibel genannt werden. Dann schauen wir uns die mal näher an. Da sind zunächst mal die Gaben der Weisheit und des Verstandes. Hat es etwas mit dem Intelligenzquotienten zu tun? Die Gabe des Verstandes, das ist so mehr, ich will es mal andersherum sagen. Ich kenne im Dritten Reich, gab es einige katholische Theologieprofessoren, die sind dem Adolf Hitler und seinem Anhang zum Opfer gefallen. Meine Großmutter ohne Hochschulstudium und ohne Abitur nicht. Die hatte die katholische Nase, die roch, was da in der Luft liegt. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, wir haben nicht nur zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern auch gegen die Beherrscher des Luftreiches. Ich habe das nie kapiert, was sind denn die Beherrscher des Luftreiches? Das sind die, die die Meinung machen, die das in ihren Küchen bräuen, was dann die öffentliche Meinung prägt und gegen die wir uns gar nicht zur Wehr setzen, die wir mit einatmen müssen. Und darum ist es wichtig, dass wir diesen katholischen Riech haben, dass man sagt, das kommt daher, das kommt daher, damit man den gesellschaftlichen Rattenfänger nicht zum Opfer fällt. Darum, Gabe des Verstandes, der katholische Riecher. Das wittert man, wo das Gift liegt oder wo das Leben ist. Also eine Gabe, von der jeder profitieren kann, egal ob er ein ganz einfacher Mensch ist oder ein Professor. Das hat nichts zu tun, der Heilige Geist, mit Intelligenz. Aber ich will noch, Sie haben noch die Weisheit genannt. Weisheit und Verstand ist nicht identisch. Das heißt ja im Lateinischen Sapientia, und da steckt das schöne Wort sappern. Wie ein Kind, wenn es Kind ist, dann sappert es, da fällt doch was runter. Das heißt, die Gabe der Weisheit schenkt den Geschmack an Gott. Die Gabe der Weisheit macht den Appetit auf Gott. Die Gabe der Weisheit lässt sich Gott schmecken, sappern. Und dieser Gott schmeckt immer noch mehr. Da wird man nie satt davon. Und darum hilft die Gabe der Weisheit, alle Geschmacklosigkeit, alle Appetitlosigkeit auf Gott zu vermeiden. Und ich habe immer Hunger auf Gott. Das sind wirklich fundamentale Gaben des Heiligen Geistes, von denen man gar nicht genug haben kann. Eine dritte Gabe, Herr Kardinal, scheint heute ganz besonders wichtig zu sein, die Gabe des Rates. Wenn man fürs Fernsehen arbeitet, weiß man, die Zuschauer wollen heute nicht so sehr wie Ratgebersendungen. Unsere Welt ist voller Beratungsstellen für alles und jedes. Und eine der wenigen Branchen, die bei uns wirklich boomen in der Wirtschaft, das sind die Unternehmensberatungen, wo dann guter oder auch weniger guter Rat dann auch wirklich teuer ist. Macht uns diese Gabe des Rates also fit für diesen boomenden Markt? Ja, müsste man, obwohl wir in der Kirche auch Dutzende von Beratungsgremien haben, Pfarrgemeinderäte, Diözesanräte, Priesterräte etc. Aber die Ratlosigkeit scheint gar nicht so abzunehmen.
Wissen Sie, wir verehren hier Maria als die Mutter von gutem Rat, weil sie bei der Hochzeit zu Kana den Tischdienern gesagt hat, im Hinblick auf Jesus, was er euch sagt, das tut. Und ich bin der Meinung, als der Engel mit dem Ratschluss Gottes zu Maria kam, dass sie die Mutter Jesu werden sollte, da hat sie dem Rat entsprochen und hat gesagt, ja, fiat. Und die Engel Gottes sind heute immer noch unterwegs zu uns, zu den Geistträgern. Aber wir sind nicht präsent wie Maria im Hause von Bethlehem, im Haus von Nazareth. Das heißt, die Engel Gottes werden ihre Ratschlüsse bei uns gar nicht los, weil wir dauernd unterwegs sind. Wir sind dauernd auf dem Bein, wir sind dauernd am Agieren. Das heißt, die Gabe des Rates bedeutet, ganz Ohr auf Gott zu werden, auf seine Einsprechungen. Und darum hat uns der Schöpfer Gott nur einen Mund und zwei Ohren gegeben, damit wir nämlich doppelt so viel hören als reden. Das ist die Gabe des Rates. Und wenn wir die befolgen würden, da werden viele Beratungsgremien arbeitslos. Und der Geist Gottes käme mit den Engeln der Ratschlüsse bei uns wirklich an. Ja, Herr Kardinal, Weisheit, Verstand und Rat haben wir erwähnt. Das sind ja Fähigkeiten, die man religiösen Menschen ganz gerne zuspricht, die man da auch vermutet. Etwas anders ist es mit der vierten Gabe, auf die wir noch zu sprechen kommen wollen, der Gabe der Stärke. Man erfährt ja Christen heute oft ein bisschen anders als Menschen, die für alles Verständnis haben, die alles geschehen lassen, die immer die andere Wange hinhalten und die so ein bisschen lasch durch die Welt gehen. Ist das ein falscher Eindruck? Natürlich, das ist die lahme Entenexistenz. Das ist für einen Christen nicht hinnehmbar. Ich bringe das immer den Firmlingen, die Gabe der Stärke dadurch klar, dass ich sage, ihr kennt ja alle die Kasperpuppe. Wenn man die hier oben an der Schulter hält, da hängt alles tot runter. Kopf, Arme, Beine, Hände, es ist alles dran, aber es ist kein Leben drin. Wenn dann der Spieler mit dem Zeigefinger, dem Kopf und Daumen und Mittelfinger die Arme, dann wird die Puppe lebendig. Dann kann das Spiel beginnen. Und das heißt, der Geist Gottes ist die Lebensenergie in uns. Nicht der heilige Augustinus betet, treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Und ich bin, als ich so ein halbwüchsiger Junge war, als wir unsere schlesische Heimat verlassen mussten, waren wir eine absolute Minderheit. Ich glaube, wir waren in einer Schule von 150 Kindern nur 5 Katholiken. Und ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, auch als Kind nicht, in vielen Dingen anders sein zu müssen als die anderen. Und wir hatten einen sehr klugen Pastor, der hat gesagt, ihr braucht hier nicht stehen haben an der Stirn, ich bin ein katholischer Christ. Aber, und darum müsst ihr müsst bei allen mitmachen, was gut und schön und hilfreich ist. Aber nie mitmachen, was böse ist, was anderen Menschen Unglück bringt oder Trauer. Und dadurch haben wir Profil gewonnen, die anderen haben unseren Glauben kennengelernt. Und dazu braucht man auch Mumm, nicht die Trampelpfade mitzugehen, wo alles herumlatscht, sondern auch das gegen den Strom zu schwimmen. Das macht aber auch ungemein stark und man wächst über sich selber hinaus. Das ist die Gabe der Stärke. Das heißt, sie ist uns in Taufe und Firmung gegeben, wir brauchen sie nur aufzuwecken. Sich selber mal vor die Brust schlagen und sagen, nun, Energie Gottes in mir, nun wach endlich auf, damit ich eine gute Figur mache. 3 weitere Gaben gibt es noch, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und auf letztere sollten wir noch ein bisschen eingehen. Gottesfurcht, das ist ein Begriff, der ja ganz aus der Mode gekommen ist, denn wir lernen doch und hören überall, auch in den Kirchen, Gott müssen wir nicht fürchten, das ist doch ein Freund des Menschen, er ist immer barmherzig, er ist lieb, es ist der liebe Gott. Warum sollen wir den denn fürchten? Das ist eine große Häresie in unserer Zeit. Jesus hat uns gelehrt, dem Vater unser zu Gott, zu seinem Gott und zu seinem Vater auch unsererseits Vater zu sagen. Aber er ist aber auch der, ja wie die Religionsgeschichte sagt,
das Faszinosum und das Tremendum, dieser erschütternde Gott. Und der muss Gott bleiben dürfen, den darf ich nicht auf mein Niveau herunterschustern. Und ich darf ihn nicht gebrauchen als Götze für die Bewältigung meines Alltags. Die erste Pflicht eines Christen ist, Gott Gott sein zu lassen und ihn nicht einzuwalzen in seine Lieblingsvorstellungen. Und die alten Preußen hatten ja ein sehr richtiges Wort gehabt: Fürchte Gott und scheue niemand. Die Erfahrung zeigt, wer Gott nicht fürchtet, der fürchtet sich vor allen Leuten. Das sind die Typen, die Menschenfurcht haben, die mit krummem Rücken durch die Welt gehen, die sich vor allen, die vor allen nicken. Solche Fahrradfahrertypen, die nach unten zu treten und nach oben zu dienen. Das sind Leute, die sich im Grunde genommen selbst zu Gott machen. Während die Gottesfurcht lässt Gott Gott sein und lässt mich ein Mensch sein. Und wenn ich Gott fürchte, das ist die Gottesfurcht, dann brauche ich vor niemandem anderen Angst zu haben. Und es soll in der Bibel, ich habe es nicht nachgezählt, das Wort 365 Mal vorkommen, fürchte dich nicht. Das heißt, für jeden Tag gibt es ein eigenes biblisches fürchte dich nicht. Das hat nur dann Sinn, wenn gleichsam der gemeinsame Zähler, der gemeinsame Nenner meines Lebens die Gottesfurcht ist, die mich unwahrscheinlich frei und froh macht. Nicht der Kardinal von Galen, dessen Seligsprechung ja kurz bevorsteht, der hat ja in seinem Bischofswappen das Wort weder Menschenfurcht noch Menschenlob soll mich und mein Tun inspirieren. Das ist die Gottesfurcht. Also ein Rezept vielleicht auch gegen die große Zeitkrankheit der Angst. Die Psychologen diagnostizieren das ja immer wieder. Ganz herzlichen Dank, Herr Kardinal, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie dabei geblieben sind. Mehr über die Gaben des Heiligen Geistes gibt es wie immer im Internet unter kirche-in-not.de. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Spirit Leben mit Stil.